Am heutigen Tag brechen wir auf zum Broad Peak Base Camp, welches dort liegt, wo der hintere Bergrücken auf den Gletscher trifft, also kurz vor dem K2. Da heute ein Teil der Trägermannschaft zurückgeschickt wird, ist es die letzte Gelegenheit, um zu einem kompletten Gruppenfoto zu kommen. Gegen 6.30 Uhr ist Abmarsch und nach kurzer Zeit müssen wir wieder einige Spalten überwinden. Aber das ist noch harmlos gegen das, was als nächstes kommt. Es folgt ein Abschnitt, wo sich recht große Spalten gebildet haben und durch die zahlreiche Bäche fließen. Die Bäche sind immerhin so breit, dass man sie nicht mehr einfach überspringen kann. Der gangbare Weg ändert sich innerhalb weniger Wochen so sehr, dass Ali und die Porter auch erst wieder einen Weg suchen müssen, der uns Sonntagsbergsteigern zumutbar ist. Immer wieder sieht man interessante Eisformationen. Hier wird deutlich, wie stark ein paar Steine den Schmelzvorgang beschleunigen. Warten auf wegweisende Nachrichten. Dort hinten scheint eine Auflösung des Wegrätsels in Sicht. Immer wieder tauchen Spalten auf, die von weitem noch gar nicht erkennbar sind. Dass man sich in diesem Labyrinth auch verlaufen kann, können wir uns zwar vorstellen, aber dass es uns später selbst betreffen wird, ahnen wir noch nicht. Wie lange wird dieser Stein wohl noch so liegen bleiben? Inzwischen haben wir einen etwas ruhigeren Abschnitt des Gottwin-Austen-Gletschers erreicht und werfen nun am besten mal einen Blick auf die Karte. Der Gottwin-Austen-Gletscher ist der nördliche Zufluss des Baltoro-Gletschers. Und wir marschieren nun auf diesem Gletscher vom Concordia-Platz zum Broad Peak Base Camp, welches auf der Karte durch ein Kreuz markiert ist. Direkt vor uns liegt der K2 und rechter Hand, beim Buchstaben F, liegt der Broad Peak, der vierte 8000er in dieser Ecke. Obwohl der Gletscher eben erscheint, geht unser Weg nicht geradeaus. Noch schwerer wiegt aber die Beschaffenheit des Weges. Es ist, als würde man über große Murmeln gehen. Jeder Schritt muss ausbalanciert werden. Das schlaucht natürlich und so sind auch die häufigen Pausen zu erklären. Der K2 hüllt sich inzwischen in Wolken ein und damit bestätigen sich auch die Wetterprognosen, von denen wir gehofft haben, dass sich die Wetterfrösche diesmal geirrt hätten. Der Savoia-Gletscher wiederum bildet einen Zufluss zum Gottwin-Austen-Gletscher. Und dort hinten, mit bloßem Auge kaum zu erkennen, haben sich ein paar Campingfreunde wohnlich eingerichtet. Sie sehen,
Den Begriff grenzenlose Freiheit kann man sehr unterschiedlich interpretieren. Der Zufluss des Savoyer-Gletschers sorgt für sehr abwechslungsreiche Oberflächenstrukturen auf dem Godwin-Austen-Gletscher. Dort hinten taucht das Broad Peak Base Camp auf und es macht schon fast den Eindruck einer kleinen Siedlung. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Durchreisenden zum K2 hier übernachten und dass der Broad Peak einer der am leichtesten zu besteigenden 8000er ist. Aber um keine Irrtümer aufkommen zu lassen, am leichtesten heißt keineswegs leicht. Die Besteigung eines 8000er ist immer ein schwieriges und risikoreiches Unternehmen. Das Broad Peak Base Camp liegt auf rund 5000 Meter Höhe. Und gegenüber erheben sich die Steilwände des K2, an die man sich praktisch anlehnen kann. Diese Steilheit des K2 macht auch seine besondere Schwierigkeit aus. Olaf hat von einem Porter eine große Flasche Cola zum stolzen Preis von 8 Dollar erworben. Die Transportkosten hierher fallen doch ganz schön ins Gewicht. Kerstin prüft erstmal nach, ob das Gletscherwasser für Olafs Cola auch kalt genug ist. Die Trägermannschaft bereitet ihre Nachmittagsmahlzeit zu und wärmt sich gleichzeitig ein bisschen auf. Und gegen Abend lugt sogar die Sonne noch ein bisschen durch die Lücken in der Wolkendecke. Der nächste Morgen bestätigt leider die Wetterprognosen und aus diesem Grunde treffen wir eine Umdisposition. Eigentlich waren für heute der Trek zum K2 Basecamp und anschließend hier eine zweite Übernachtung geplant. Aber wenn wir noch eine gute Chance haben wollen, über den Gondogoro-Pass zu kommen, dann müssen wir uns sputen. Auch macht ein Besuch des K2 Basecamp wenig Sinn, wenn man kaum etwas sieht und erst recht nicht filmen kann. Es kostet nur unnötig Kraft und deshalb entschließen wir uns, schon heute zum Concordia-Platz zurückzukehren. Das Wetter ist von der Art, wo es keinen Spaß mehr macht, aber noch nicht wirklich schlimm ist, wie wir noch sehen werden. Auf dem Rückweg begegnen uns immer wieder Transporteinheiten, die Bergsteigerausrüstung zum K2 Basecamp hochschleppen. Das Wetter ist zwischenzeitlich etwas besser geworden, so dass wir uns einer wärmenden Zwischenschicht entledigen können.
Wir haben wieder den zerklüfteten Abschnitt des Gletschers erreicht. Und Shabir, der unsere Gruppe anführt, wird zunehmend ratlos, wo denn der Weg durch das Gletscherlabyrinth führen würde. Schließlich befolgen wir meinen Rat, den ich eigentlich zunächst nur als Lästerei ausgesprochen habe. Wir setzen uns an einer gut sichtbaren Stelle hin und warten, bis man uns auf der anderen Seite vermisst. Denn wenn wir nicht zum Essen erscheinen, dann wird man wohl alsbald einen Suchtrupp losschicken. Und so geschieht es dann auch. Nach einiger Zeit tauchen ein paar Porter auf, die nach uns Ausschau halten. Sodann lotsen sie uns auf zweifellos interessanten Pfaden durch den Gletscher. Endlich erreichen wir wieder das Lager am Concordia-Platz und dort muss Shabir eine grausame Strafe über sich ergehen lassen. Er wird zum Gespött seiner Kollegen. Wir haben es zwar nicht verstanden, aber die Gesten waren recht eindeutig. Den Rest des Tages vertreiben wir uns mit irgendwelchen kleinen Beschäftigungen, zum Beispiel mit der Fortsetzung der Tagebücher oder der Ergänzung der Karten. Also der Landkarten, denn Postkartenschreiben ergibt ja hier oben wenig Sinn. Hier können Sie nochmal die Unterkünfte der Träger bewundern. Steffen, Andreas und Kerstin sind auch wieder da. Sie haben am Morgen noch einen kurzen Abstecher zum K2 Basecamp unternommen, wissen aber auch nur zu berichten, dass sie befreundete Bergsteiger getroffen, die sie auf das Köstlichste bewirtet haben. Hier oben freut man sich nämlich schon über ein paar Salamischeiben. Ali bespricht den nächsten Tag noch mit den Trägern. Wir bereiten uns mental auf den nächsten Tag vor. In der Küche wird das Abendessen vorbereitet. Und beim Abendessen ist es unverkennbar, dass es inzwischen schon ganz schön kalt ist.